Heute Morgen als erste Keynote darf ich begrüßen Max Imbiel. Er ist CISO bei N26, United Credit und vor allen Dingen Bitpanda, eins der erfolgreichsten Unternehmen hier auch in Deutschland und ist dort für das Thema Cybersecurity verantwortlich. Was ist ein CISO? Was macht der? Das wird er uns vielleicht mit dem einen oder anderen Satz noch mal kurz erklären. Wir starten auf jeden Fall mit einer Keynote in einem großen Ausmaß und freuen uns, dass du da bist, lieber Max. Ich gebe dich hier mal frei und fixiere dich auch mal hier, dass du hier in den Ton kommst. Genau. Erstmal hallo. Guten Morgen, Michael. Vielen lieben Dank für die Einführung. Sehr, sehr gerne. Wir freuen uns, dass du dabei bist und sind natürlich auf deinen Vortrag sehr gespannt. Was hast du uns mitgebracht? Genau, was habe ich euch mitgebracht heute Morgen? Eine Präsentation, die mir selber sehr am Herzen noch liegt, weil es sich vor allem um das Thema präventive Security dreht. Wir reden immer ganz oft über Security in dem Moment, wo es uns aktuell wirklich ganz konkret betrifft. Also eigentlich schon in dem Moment, wo es zu spät ist. Das heißt, es war ein Vorfall da oder wir wurden angegriffen und teilen dann daraus unsere Story. Mir ist es wichtig, euch auch heute Morgen besonders auf diesem Weg ein bisschen mitzugeben, was können wir eigentlich schon davor tun? Ja, wie können wir uns gegen solche Angriffe bereits vorbereiten, dass die mögliche Auswirkung des Ganzen relativ gering ist oder dass es vielleicht sogar gar nicht eintritt. Ich werde da ein bisschen sehr persönlich reingehen. Deswegen kleiner Spoiler-Alert für alle. Es wird auch ein bisschen... Ich werde ein bisschen was von meiner Person selber offenlegen. Ich hoffe, das ist für alle okay. Aber ich glaube, es hilft insgesamt, um die Story ein bisschen besser rüberzubringen. Großartig. Ich bin super gespannt. Ich freue mich, dass du da bist. Wie man so schön sagt, die Bühne gehört dir, die virtuelle Bühne diesmal. Herzlich willkommen, Max Imbiel. Und ja, leg bitte los. Wir sind sehr gespannt. Super, alles klar. Dann vielen lieben Dank nochmal, Michael. Auch von meiner Seite erstmal natürlich einen wunderschönen guten Morgen an alle. Von meiner Seite aus nicht aus, Michael, was hast du gesagt? Darmstadt, glaube ich, ne? Aus Darmstadt senden wir, genau. Aus Darmstadt. Ich bin tatsächlich gerade in London, weil hier noch parallel eine Konferenz zum Thema Risikomanagement, Governance, Risk und Compliance läuft und wir hier versuchen uns ein bisschen mit weiteren Kollegen auszutauschen. Aber es regnet gar nicht, von daher nicht sehr typisch für London. Aber von daher von meiner Seite aus wunderschönen guten Morgen. Nochmal mein Name Max Imbiel. Ich bin CISO für Bitpanda. Das ist ein Crypto-Broker oder beziehungsweise der erfolgreichste europäische Crypto-Broker, der zurzeit am Markt ist. Ein bisschen was von meiner Historie vielleicht noch ganz kurz. Ich bin im Security-Bereich jetzt schon seit vielen Jahren. Ich glaube, mittlerweile gehe ich auf die knapp 20 Jahre zu, die ich in der IT und in der Security unterwegs bin. Und besonders im Bereich Finanzwesen konzentriere ich mich, was das Thema Security angeht, jetzt schon seit einigen Jahren. War bei der Hypo Vereinsbank als stellvertretender CISO unterwegs, dann kurz danach bei der N26. Und jetzt eben bei Bitpanda, einfach weil ich auch diese intrinsische Motivation heraus habe, weil ich glaube und mir sehr sicher bin, dass das ganze Krypto-Thema eigentlich uns für die Zukunft weitaus besser vorbereitet und wir dadurch diese, was wir immer hoffen zu erreichen, diese gleichwertige und offene Möglichkeit zur finanziellen Vorsorge für jeden herstellen zu können. Deswegen einfach nur ganz kurz, wo ich herkomme, wo ich aktuell bin. Gut, dann teile ich schnell meinen Bildschirm hier. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, Sieht sieht sehr gut aus. aus. Perfekt. Alright. Also, worum geht es heute Morgen? Security 3.0 nenne ich es. Es geht darum, eben wie gesagt, mehr Priorität oder auch einfach eine bessere Sichtweise auf das ganze Thema präventive Security zu legen. Warum? Eben wie gesagt, ganz oft reden wir über das Thema Security eigentlich schon, wenn es zu spät ist. Etwas ist vorgefallen, wir wurden angegriffen, eine Ransomware hat
sich bei uns implementiert, wir kriegen es in den News mit und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich genau dieser Punkt, wo wir sagen, da ist es schon zu spät, es ist was vorgefallen. Wir müssen jetzt aufräumen, wir müssen alle möglichen Detektiven und responsiven Einsätze jetzt durchführen, damit wir quasi diesen Vorfall auch wieder lösen können. Was mir einfach wichtig ist, ist, dass wir den Blick auch auf die Prävention legen. Also was können wir bereits machen oder wie können wir dieses ganze Thema Security auch angehen, bevor überhaupt irgendwas vorgefallen ist. Ja, das ist my daily bread and butter, wie man so schön sagt. Wie kann ich mich als Security-Verantwortlicher auch in dem Unternehmen darauf vorbereiten, dass wir aufgestellt sind in einer Art und Weise, dass wir resilient sind, dass falls etwas passiert, dass wir trotzdem schnellstmöglich wieder in einen normalen Modus operandi gelangen. Und ich habe hier die Analogie zum Medizin oder zum modernen Medizin mit aufgeführt, weil ich vor knapp 2 Jahren ist es mittlerweile her, eine leider in der Familie sehr, sehr schlechte Nachricht gekriegt habe. Mein Vater wurde mit beginnender Demenz diagnostiziert. Und das war für mich nochmal so ein Punkt, wo ich mich ein bisschen mit unserer familiären Krankheitsgeschichte befasst habe. Wir haben einen ziemlich großen Anteil an Krebstoten leider bei mir in der Familie, was dann auch für mich einfach nochmal so der Punkt war, was kann ich denn überhaupt tun aus meiner persönlichen Sichtweise und vor allem auch Verantwortung als Vater, als Ehemann heraus, damit ich weiß, kommt da irgendwas auf mich zu? Muss ich mich in irgendeiner Art und Weise darauf vorbereiten, was diese Krankheiten grundsätzlich angehen? Und ich bin zu derselben Zeit über eine ganz interessante Dokumentation gestolpert, die man, ich will jetzt dafür keine Werbung machen, aber die man auf Disney Plus finden kann, die sich zum Thema Langlebigkeit beschäftigt, Longevity. Und da drin wird der Schauspieler Chris Hemsworth, ich glaube, die meisten kennen ihn als Thor aus dem Marvel-Universum, wird der in verschiedenen Folgen zu bestimmten Themen quasi durchgecheckt und wird dann geprüft auf eben seine Resilienz zu Muskelaufbau, seine eigenen kognitiven Fähigkeiten und so weiter und so fort. Und das hat sehr mit dem, was ich zu dem Zeitpunkt aus meiner privaten Sichtweise gesehen habe und womit ich mich da gerade befasst habe, hat das wirklich sehr, sehr zusammengeknüpft. Und in einer dieser Folgen ist Dr. Peter Attia aufgetreten. Und Dr. Peter Attia hat diesen Terminus der Medizin 3.0 und Medicine 3.0 gegründet, in dem es darum geht, eben sich mit dem Thema Langlebigkeit zu beschäftigen. Und Langlebigkeit heißt jetzt nicht ganz konkret möglichst lange leben, sondern so lange wie möglich gesund leben, ja, also eine möglichst lange gesunde Lebensspanne zu haben. Und er hat dafür einige Konzepte entwickelt. Er hat auch ein sehr gutes Buch geschrieben, das ich jedem empfehlen kann, das Outlive heißt. Und dann habe ich mich immer mehr auch mit dem Thema beschäftigt und auch mit dem Buch beschäftigt und habe dabei einfach, während ich es gelesen habe und während ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, immer mehr diese Analogie zu dieser modernen Medizin oder von der modernen Medizin 3.0 zur Security erkannt, in dem, was ich tagtäglich aus dem Business heraus mache. Nämlich, dass dieser moderne Schritt in die Medizin sehr, sehr viele Analogien hat mit dem, wie wir heutzutage mit Security umgehen. Eben auch wieder. In der ganz normalen, standardisierten Medizin oder Medizin 2.0 geht man immer erst zum Arzt, wenn man sich krank fühlt. Ja, also wir gehen wirklich immer erst dann irgendwo hin, ins Krankenhaus oder zum Arzt, wenn wir denken oder wenn wir das Gefühl haben, dass wir nicht mehr gesund sind. Und dann ist es leider tatsächlich manchmal einfach schon viel zu spät. Und Dr. Peter Attia hat das in seinem Buch sehr gut dargestellt. Er hatte sehr gute Studien dabei zur Verfügung gestellt, in denen er herausgestellt hat, gerade auch was eben Krebspatienten angeht, wie hoch diese Überlebensrate heutzutage ist für
Krebspatienten, die eben erst dann zum Arzt gehen, wenn die Diagnose Krebs wirklich da ist. Und konnte dabei dann schon auch aus seinem Buch heraus immer mehr darstellen, dass wenn man präventiv schon bereits bevor man überhaupt krank ist, schon mal zum Arzt geht und sich einfach grundsätzlich abchecken lässt, gibt es irgendwelche Marker, gibt es irgendwelche Indizien dafür, dass man gegebenenfalls in die Richtung geht, beziehungsweise dass man vielleicht in eine Richtung sich tendiert, dass man für Krebs anfällig ist. Dann gibt es bereits heutzutage schon, aus auch wieder vielen Studien, die man kennt, mehrere Möglichkeiten, dagegen präventiv vorzugehen. Und das ist auch hier einfach der gesamte Aspekt, den er versucht, den Menschen beizubringen. Und er verlangt dafür gar kein Geld. Das ist auch wieder genau das Thema. Und deswegen sind wir auch, glaube ich, eigentlich hier, dass wir Das sagen können, kannst du mir wir gleich wollen noch alle aus dem Auto. etwas Das, machen. ich glaube, das Handy ist noch da. Moment. Ja. Irgendwer hat, glaube ich, sich nicht stumm geschaltet. Genau, du müsstest dein Mikrofon jetzt wieder einschalten, bitte. So, da sind wir wieder. Danke. dass wir eigentlich schon komplett kostenfrei, in Anführungszeichen, uns präventiv auf den Moment einstellen können, wenn etwas schief geht oder wenn etwas schlecht läuft, wenn wir krank werden, beziehungsweise wenn wir angegriffen werden. Und Dr. Eddy hat hierbei einfach nochmal die Four Horsemen of Death terminiert. Wie gesagt, er war Arzt oder er ist immer noch Arzt. Er war lange Zeit Chirurg für Krebs, für Lungenkrebs, glaube ich. Und hat hierbei diese Four Horsemen of Death, also die vier häufigsten Todesarten von Menschen terminiert, die nicht rauchen. Ja, auch das ist nochmal der Punkt. Es geht hier um normalerweise wirklich gesunde Menschen. Und das eine ist kardiovaskuläre Krankheiten, also alles, was mit dem Herzen zu tun hat. Dann eben Krebs. Dann gibt es die neurodegenerativen Krankheiten. Das ist eben genau dann wieder Demenz und Alzheimer. Deswegen hatte ich dann da natürlich auch in dem Moment so eine sehr nahe Beziehung dazu. Und dann alles, was metabolische Krankheiten sind. Typ 2 Diabetes, Zucker und Obesity. Und das sind eben diese vier Horsemen of Death. Das sind zu 80% der gesunden Menschen dieser Welt, die eben nicht rauchen, sind das die vier häufigsten Todesarten. Und aus seiner Erfahrung heraus bringt er jetzt eben für Medizin 3.0 die Möglichkeiten, was man dagegen tun kann, um sich selbst möglichst gesund dagegen vorzubereiten. Was können wir präventiv dagegen tun, um gegen diese Four Horsemen of Death vorzugehen? Beispielsweise Schlaf, ultimativ wichtiges Thema. 8 Stunden am Tag helfen dem ganzen Körper, eigene Entzündungswerte runterzuschrauben, sich selber zu regenerieren. Schlaf ist unglaublich wichtig. Aber auch ganz genau wieder auch Exercise, also Sport, dass man sich wirklich über Muskelaufbau Gedanken macht. Stabilität und auch Flexibilität. Je älter wir werden, desto instabiler werden wir. Werden wir umfallen, wenn wir uns irgendwo wehtun, hat das ganz oft so einen Dominoeffekt, dass wir danach gar nicht mehr wieder in diesen normalen Zustand reinkommen. Stressmanagement, gerade für uns, die wir in der Security unterwegs sind, aber ich glaube für alle, die hier auch heute mit dabei sind und die jetzt gerade zuschauen, ist das natürlich absolut ein Thema. Wie gehen wir mit Stress um? Stress kann einen unglaublichen Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Und wir brauchen eine evidenzbasierende, also beweisbasierende, personalisierte Strategie. Es gibt kein Golden Standard für jeden. Das heißt, ich kann nicht sagen, dieser Plan XYZ gilt für die gesamte Population da draußen. Setzt den einfach um und ihr werdet alle gesund sein. Nein, das ist nicht wahr. Es muss personalisiert sein, je nachdem, was man selber für Werte hat, wie mein eigenes privates Leben und mein Berufsleben aussieht und wie ich das alles zusammen vereinigen kann. Und eben jetzt kommt diese Analogie zur Security. Und deswegen habe ich es dann auch Security 3.0 genannt,
wie können wir möglichst viel aus diesem Konzept der Medizin 3.0 nochmal auch in die Security rüber transferieren. Wir brauchen einfach ein personalisiertes, präventives und datengetriebenes Mindset, wie wir an Security rangehen. Wir dürfen uns nicht damit beschäftigen, dass wir immer nur einfach sagen, das ist Security, wir brauchen ein Endpoint Detection oder ein Antivirus auf dem Laptop und vielleicht noch irgendwo ein SIEM-Tool, das kaufe ich mir teuer ein und dann sind wir schon alle sicher. Das ist nicht wahr. Wir müssen genau darauf schauen, in welchem Kontext sind wir unterwegs, wie sieht die Firma aus, was machen wir, haben wir IT, haben wir OT, wie gehen die Menschen bei uns in der Firma mit dem Equipment um und müssen einfach wirklich den gesamten Horizont uns anschauen. Und das meint man eben hier wieder mit diesem Tailored Approach, also dem maßgeschneiderten Approach, wie wir mit dem Thema umgehen, was wir in der Security machen. Nochmal, auch Dr. Berdi hat einfach nochmal bestätigt, es gibt keinen Golden Standard für jeden. Auch in der Medizin kommt es wirklich immer ganz genau darauf an, wie sieht meine Genetik aus, wie sehen meine Blutwerte aus, wie ist mein Privatleben, bin ich viel auf Reisen, bin ich jemand, der viel im Homeoffice sitzt. Wie kann ich das alles irgendwie so zusammenfassen, dass ich mir eine personalisierte Strategie rausbauen kann, wie ich eben das Thema Langlebigkeit wirklich für mich implementieren kann in mein tägliches Leben? Und in der Security ist das auch wieder ganz genauso. Wir müssen auf die einzelnen Aspekte des Unternehmens schauen, in dem wir unterwegs sind und wo wir dort mit unseren präventiven Security-Methoden ansetzen können. Eben einfach wieder, bevor es dann zu spät ist, bevor der Angriff passiert ist. Damit wir uns mit den Gegebenheiten, die wir gegebenenfalls kennen, aber auch mit den Unknown Unknowns, die Themen, die wir gar nicht kennen, die wir vielleicht noch gar nicht im Blick haben, die wir gar nicht realisiert haben, die wir dann aber durch so eine grundsätzliche Aufnahme unserer Gesundheit, also der Health oder der Posture im Security-Umfeld in dem Unternehmen erstmal wirklich damit beschäftigen können. Das heißt, ich für mich selbst gehe als Mensch jetzt zum Arzt regelmäßig und lasse mich durchchecken auf meine Werte, obwohl ich gar nicht krank bin, obwohl es mir eigentlich gut geht. Aber ich kriege einfach dadurch einen Blick in meine eigene Gesundheit und vor allem auch, wo meine Gesundheit in welche Richtung die geht. Verbessere ich mich bei bestimmten Werten? Bei den meisten Menschen heutzutage sieht man zum Beispiel, dass Vitamin D-Mangel überall vorhanden ist. Also gibt es dafür bereits schon sehr gute Supplements, die man einfach einnehmen kann, um einfach diesen Wert zu steigern. Und Vitamin D ist da auch wieder so ein typisches Thema, wobei man sehr viel für die eigene Gesundheit tun kann, nur dadurch, dass man einfach diese Supplements einnimmt. Und genau dasselbe Prinzip muss ich einfach auch eben in der Security für mein Unternehmen anwenden. Wenn ich keine Ahnung habe, wie wir zum Thema zu Identitäten dastehen oder Datenmanagement, dann muss ich einfach reingehen und muss einfach mal wirklich eine konkrete Analyse und ein Assessment darüber machen, wie wir zu den Themen dastehen. Das mag manchmal wehtun. Das ist aber in der Medizin genau dasselbe. Viele Leute haben vielleicht Angst davor, ja, sich wirklich mal durchchecken zu lassen. Und das Ergebnis, was dabei rauskommen könnte, könnte ja wieder heißen, ja, man geht auf vielleicht eine Krebsdiagnose hin. Oder man geht vielleicht darauf hin, dass man irgendwelche genetischen Marker hat, die aussagen, man hat eine höhere Wahrscheinlichkeit für Demenz. Aber ich bin immer noch ein ganz großer Vertreter davon, dass wenn ich das in dem Moment weiß, bevor es eingetreten ist, kann ich eben jetzt die möglichen Maßnahmen bereits umsetzen, dass ich, bevor es überhaupt zu diesem Punkt kommt, den möglichst lange hinauszögern kann. Eben über gute, maßgeschneiderte, präventive Maßnahmen. Und genau das müssen wir einfach in der Security auch machen. Wir müssen ein Assessment machen. Wie stehen wir da? Was können wir wirklich sehen? Wo sind unsere Schwachstellen? Wo sind wir gut? Wo sind wir nicht so gut? Und wie können wir uns in den Feldern, wo wir eben nicht so gut sind, verbessern. Es kommt also wirklich viel auf diese Early Detection an. Und in der Cyber Security sagen wir hier viel auch zum Beispiel, dass es darum geht,
wie können wir überhaupt Threat Detection und Response machen? Woher wissen wir denn auch, in welchem Umfeld wir gerade sind? Sind wir eine Bank? Entschuldigung, sind wir eine Bank? Sind wir ein IT-Dienstleister? Sind wir eine Firma, die OT herstellt oder vielleicht wirklich im Manufacturing sind? Sind wir im Autogewerbe? Woher wissen wir denn, wo gerade unsere größten Risiken liegen oder einfach unsere Threats sind? Wer greift denn gegebenenfalls diese Märkte häufig an? Wir müssen einfach hier auch bereits erkennen, dass wir uns mit diesem Umfeld identifizieren müssen und dass wir einfach erkennen müssen, wie kann ich relativ schnell und frühzeitig schon Angriffe auf einen Markt oder auf gegebenenfalls auch Mitbewerber erkennen, um mich gegebenenfalls darauf vorzubereiten. Also Threat Detection umzusetzen, Threat Intelligence zu nutzen, um uns gegebenenfalls schon auf Angriffe wieder vorzubereiten, bevor sie uns direkt betreffen. Ich kann hier nur wirklich jedem raten, sich mit dem Thema Threat Detection und Threat Intelligence von vornherein zu beschäftigen, weil es euch sehr viel im Nachhinein helfen wird, euch auf die einzelnen Themen dann vorzubereiten. Euch auf Gefahren vorzubereiten, die vielleicht noch gar nicht da sind, aber mit denen ihr euch beschäftigen müsstet, allerspätestens, wenn sie euch dann wirklich betreffen. Deswegen baut dann einfach schon dort eure Mauern sozusagen auf, indem ihr euch maßgeschneidert auf genau diese Gefahren vorbereiten könnt. Und wie könnt ihr das eben wieder alles machen? Ihr braucht alle Daten, die euch zur Verfügung stehen. Nutzt die Daten, die im Unternehmen zur Verfügung stehen, um einfach ganz genau zu wissen, wo seid ihr gut, wo ist Nachbesserungsbedarf und wo könnten Angreifer eben wirklich ganz genau bei euch reinkommen. Wir müssen auch hier wieder einfach erkennen, in der Medizin werden die Daten immer wichtiger. Es geht nicht mehr nur darum, dass jemand sagt, ich fühle mich hier ein bisschen komisch oder da ein bisschen komisch und dann guckt ein Arzt nur darauf und lässt es dann dabei bleiben. Es braucht ein komplettes holistisches Bild über uns als Mensch, wenn wir über die Medizin reden, und ein holistisches Bild über das Unternehmen, wenn wir aus der Cybersecurity reden. Wir müssen einfach das Gesamtkonstrukt ansehen. Wir müssen uns gesamt mit dem Unternehmen identifizieren und schauen, wo können wir alle Daten zur Verfügung stellen, damit wir wirklich unsere Cybersecurity dementsprechend maßgeschneidert vorbereiten können. Es sind die Endpoints, es ist das Netzwerk, es sind die einzelnen IT-OT-Bestandteile, es sind die Mitarbeiter, wie gut die sind, es sind die ganzen Drittdienstleister, mit denen wir uns beschäftigen. Wir brauchen einfach hier wirklich diesen kompletten, transparenten Blick auf alles, was wir im Unternehmen haben und was wir mit Daten daraus lernen können, damit wir uns auf die Themen auch wirklich dementsprechend präventiv vorbereiten können. Es braucht einfach hier einen Schub für die Präzision und für die Effektivität. Und wenn wir das dann alles mal gemacht haben, dürfen wir das natürlich nicht einfach nehmen und lassen es dann fallen. Wichtig ist, dass uns allen klar sein muss, dass das Thema Langlebigkeit in der Medizin, aber eben auch das Gesamtthema Cybersecurity etwas ist, was wir immer wieder machen müssen und was einfach ein konkreter Bestandteil unseres alltäglichen Doings ist. Wir können nicht einfach eine Maßnahme umsetzen, sagen, okay, die war jetzt erfolgreich und dann lassen wir sie wieder fallen. Denn diese Maßnahme, als konkretes Beispiel jetzt eben, wir setzen irgendein bestimmtes Antivir- oder EDR-Tool im Unternehmen ein und sagen dann, super, jetzt passt das und dann sind wir damit sicher. Wenn wir dieses Tooling nicht ständig updaten und am Laufen halten, werden die nächsten Angriffe, die dieses Tool vielleicht gar nicht erkennt, einfach daran vorbeilaufen. Und genauso müssen wir es ja auch mit unserer eigenen persönlichen Gesundheit machen. Wir müssen Übungen, Exercises, Sport tagtäglich oder mehrere Mal die Woche machen, damit wir einfach fit bleiben. Es reicht nicht aus, dass wir uns sagen, okay, ich mache jetzt mal einen Monat Sport und dann lasse ich es wieder liegen. Es muss kontinuierlich passieren. Das heißt, nur so können wir wirklich Overtime über den Zeitraum, den wir dafür brauchen, immer sicher gehen, dass wir die Resilienz für uns selbst herstellen und auch aus der Cybersecurity heraus.
die Sicherheit für die auch weiter sich entwickelnden Angriffe herstellen können. Wir müssen uns also immer wieder selbst verbessern. Wir eigentlich aus der Security raus kennen wir das alles sehr gut unter dem Begriff Continuous Improvement. Jeder, der schon mal eine ISO-Zertifizierung durchgelaufen hat, weiß auch ganz genau, dass man darauf immer sehr schaut oder dass die Auditoren da immer sehr drauf schauen, dass man quasi nachweisen kann, hey, ich habe hier irgendwo identifiziert, dass wir da nicht so gut sind. Deswegen habe ich dann folgende Maßnahmen entwickelt, damit wir hier wieder besser werden. Und dann kann ich nachzeigen, wie ich das dann umgesetzt habe. Und im nächsten Zyklus habe ich es mir dann wieder angeschaut und habe auch gesehen, jetzt ist der Aspekt vielleicht läuft immer noch sehr gut. Dann kann ich mich jetzt um den nächsten Punkt kümmern, wo ich nicht so gut bin. Also wir müssen immer wieder schauen, dass wir eben unsere Resilienz dadurch steigern, dass wir es kontinuierlich uns verbessern. Und in unserer Security-Gemeinde, in unserer Community, ist der Austausch enorm wichtig. Und mit einem meiner Key Messages, auch wirklich für heute, ist einfach nochmal das, die große Bitte und die Message wirklich an und für sich, tauscht euch miteinander aus. Vor ein paar Jahren hatten wir immer noch wirklich sehr dieses Mindset, wir dürfen gar nicht untereinander reden, weil jeder macht Security. Aber wenn ich irgendeinem Kollegen sage, was bei mir gerade ist, dann könnte der ja wissen, wo ich gerade angegriffen werde. Und man darf gar nicht reden, auch mit welchen anderen Unternehmen man zusammen partnert oder was man für Security-Lösungen im Einsatz hat. Alles sehr geheimhaltungsmäßig ganz hoch und hast du nicht gesehen. Wir müssen davon weggehen, dass wir diese Geheimhaltung, dieses Secretive Mindset wegnehmen. Wir tun uns dadurch keinen Gefallen, weil auch hier nochmal, wir können nur über Kollaboration und durch den stetigen Austausch miteinander und voneinander lernen. Wenn ich mit meinen CISO-Kollegen mich treffe und ich höre, was die mir erzählen, wo sie gerade wieder Probleme haben, wo sie aktuelle Angriffe sehen, dann kann ich das für mich als Learning mitnehmen und kann mich gegebenenfalls darauf vorbereiten oder kann sogar für mich selber identifizieren, bin ich vielleicht davon auch betroffen, nur weiß es noch gar nicht. Und das sind genau diese Aspekte. Wie kann ich mich denn überhaupt dadurch auf sowas vorbereiten, einfach bevor ich, wenn ich davon gar nicht weiß? Und deswegen sind diese Netzwerke einfach so wichtig. Netzwerkt bitte einfach untereinander so viel wie möglich. Einfach dadurch könnt ihr es wirklich schaffen, dass ihr mehr Knowledge, also mehr Wissen für euch selbst und für das Unternehmen herausholt und wisst, wo müsst ihr euch darauf konzentrieren, was geht gerade ab, was sind Best Practices, auch von anderen Kollegen wieder, die so zum Beispiel euch erzählen, ich habe den und den Provider oder das und das Tool jetzt gerade sehr gut eingesetzt, funktioniert wunderbar bei uns im Unternehmen. Das könnte für euch natürlich auch wieder ein Learning sein, ja, dass ihr das wirklich dann konkret angeht. Nicht, dass ihr mit einem Provider selber redet, der euch die Lösung vom Himmel lobt und sagt, es ist im Gartner-Cycle sowieso immer ganz oben rechts, sondern dass ihr wirklich auch ganz konkret von Kollegen die Message bekommt, das hat mir geholfen. Und deswegen nehmt einfach so viel wie möglich aus den Netzwerken mit, geht auf Konferenzen, seid in den verschiedenen Gruppen, wo untereinander kommuniziert wird. Versucht euch über so Communities wie auch auf LinkedIn oder hier auch im Silicon Valley miteinander zu vernetzen, dass wir einfach diese gesamte Resilienz miteinander und untereinander steigern können. In der Medizin ist das nämlich genau dasselbe. Die Ärzte wissen mittlerweile, dass sie sich nicht nur darauf verlassen können, was in ihrer eigenen Domäne liegt. Jemand, ein Arzt, der sich um kardiovaskuläre Themen kümmert, also alles, was das Herz betrifft, redet ganz viel und ganz oft mit seinen Kollegen, die vielleicht mehr in der Richtung der Nervenbahn sind, weil auch das alles miteinander vernetzt ist. Und genau darin müssen wir, da, das müssen wir auch bei uns einfach über unsere Netzwerke weiter verstärken, dass wir uns miteinander austauschen, dass wir uns wirklich miteinander auf die Angriffe vorbereiten können. Natürlich spielt da auch die Ethik immer eine sehr große Rolle und mit dem ganzen Thema AI und was wir nicht alles sehen, kommt es auch immer mehr dahinter zu. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir mit dem, was wir
haben, was wir zur Verfügung haben, auch natürlich dementsprechend ethisch umgehen müssen. Das heißt, wir können nicht einfach überall alles nehmen und können dann sagen, ach, guck mal, der bei Company XY, der Kollege Z, der wurde jetzt gerade angegriffen und deswegen machen wir das jetzt anders oder beziehungsweise ich schiebe den Angreifer dann dorthin, weil ich genau weiß, dass der nur schwach aufgestellt ist, sondern wir sind ja gerade auch aus einer Security-Perspektive heraus immer aufgestellt, wir wollen nicht nur uns selbst helfen, sondern wir wollen auch uns allen insgesamt als in unserem Netzwerk helfen. Und das können wir eben nur machen, indem wir auch genau wissen, wie gehen wir mit den Daten um, die wir bekommen und die uns zur Verfügung stehen, auf einer ethischen Art und Weise um. Das heißt, zu einem Mehrwert für uns, aber auch für die gesamte Community. Deswegen bitte schmeißt nicht alles in irgendwelche AI-Tools rein oder shared das in irgendwelchen Netzwerken. Schreit auch nicht immer bitte auf irgendwelchen Veranstaltungen oder Netzwerken dann heraus, dass jetzt schon wieder Company XYZ gehackt wurde. Dieses Shaming und Blaming, das bringt uns allen nichts. Wir müssen die Learnings daraus ziehen, absolut. Aber es bringt nichts, jemanden mit Fingerpointing darauf hinzuweisen, einfach, dass er jetzt gerade in diesem Moment, in diesem schwierigen Moment ist und die Probleme, mit denen er umzugehen hat, eh schon groß genug sind, als dass man sich jetzt noch jemanden extra mit dazu reinholt, die auch noch alle mit draufhauen. Wenn wir darüber reden, wie wir diese Resilienz stetig beibehalten, ist das ganze Thema des Lernens enorm wichtig. Wir müssen alle stetig uns selber weiter entwickeln und auf die Themen, die auf uns zukommen, vorbereitet sein und vorbereiten können. Ich glaube, in der Medizin ist das ein ganz klassisches Thema, was wir alle quasi von unseren Ärzten erwarten, dass sie sich stetig zu allen neuen Themen weiterentwickeln und dass sie sich immer mit den neuesten Themen dann auch beschäftigen. Das muss natürlich auch in der Cybersecurity genau dasselbe sein. Wir reden heutzutage leider immer noch über die absoluten simpelsten Standards, manchmal, die wir im Bereich Security haben, also eben Endpoint Protection, Network Protection, Identity und Access Management, Datenmanagement. Das sollten eigentlich alles Themen sein, im besten Fall, die uns absolut bewusst sind und für die wir schon sehr gute Lösungen im Einsatz haben. Aber auch hier wieder natürlich, jeder braucht da seinen personalisierten Ansatz. Bloß, was ist jetzt, wenn diese Themen durch neue Technologien und neue Entwicklungen plötzlich wieder aufgelockert werden? Was ist denn mit wirklich Quantentechnologie, die sich wirklich innerhalb der letzten Jahre immer weiterentwickelt hat und die uns enorme Kopfzerbrechen bereitet, wenn wir an unsere Themen der Verschlüsselung heutzutage denken? Darauf müssen wir uns in irgendeiner Art und Weise vorbereiten. Ich möchte euch nicht sagen, schmeißt euch jetzt zu 100% in das Thema Quantentechnologie rein. Aber ich sollte bewusst sein und euch sollte klar sein, wenn ihr die Nachrichten lest, dass auch sowas wie Quantentechnologie durchaus eine enorme Auswirkung haben wird, wie ihr in Zukunft über Verschlüsselung nachzudenken habt. Und deswegen müsst ihr euch mit diesen immer wieder weiterentwickelnden Themen beschäftigen. Auch dasselbe Thema bei mir aus meiner Krypto-Perspektive. Wie weit wird uns das ganze Blockchain-Thema weitertreiben? Wie können wir AI wirklich so nutzen, dass es für die Firma einen Mehrwert bringt oder für uns auch in unserem Privatleben einen Mehrwert bringt, aber dass wir nicht irgendwie dadurch Daten scheren, die uns dann dadurch dann irgendwie wieder Nachteil bringt, weil sie gegebenenfalls geleakt werden. Also wir müssen uns mit diesen ganzen Themen, mit diesen Evolving Practices immer weiter beschäftigen. Es muss ein gesamtheitlicher Bestandteil sein dessen, dass uns klar ist, die Welt steht nicht still, sondern sie dreht sich immer weiter. Und das sind alles Themen, auf die wir uns vorbereiten müssen und bei denen uns klar sein muss, dass wir sie irgendwie im Blick haben müssen, weil sie uns gegebenenfalls treffen können, weil sie die Standards, die wir aktuell im Einsatz haben, gegebenenfalls komplett verändern können. Und das ist eben auch diese Zukunftslandscape, die Future Landscape. Uns muss klar sein, wo der Weg hingeht. Wir müssen die Trends sehen, wohin sie sich entwickeln und wie wir uns darauf vorbereiten können. Ich glaube, mit einer der besten Beispiele heutzutage
aus einer Cybersecurity-Perspektive heraus ist, zu sehen, wie schnell und wie viel effizienter Social Engineering-Angriffe geworden sind durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Früher waren Social Engineering-Angriffe, Phishing-E-Mails immer noch irgendwie relativ maßgeschneidert. Jemand saß da, hat das selber geschrieben. Dann hatte man vielleicht sich noch irgendwo einen Service im Darknet für ein paar Euro gekauft, die nochmal über diese Phishing-E-Mails einen Proofread gemacht haben, sodass da keine grammatikalischen Fehler mehr drin sind. Mittlerweile passiert das alles über KI. Auch die Angreifer nutzen diese neuen Technologien, diese neuen Möglichkeiten, um schneller und effizienter zu werden. Und genau das muss uns klar sein, dass die Hemmschwelle bei den Angreifern für neue Technologien weitaus geringer ist, als es für uns als Verteidiger der Fall ist, weil wir vielleicht auch von neuen Technologien immer wieder Angst haben. Aber wir müssen uns einfach mit diesen Themen beschäftigen und wir müssen versuchen, sie auch zu unserem eigenen Vorteil zu nutzen. Aus einer Security-Perspektive heraus bin ich ein ganz großer Vertreter davon, auch zu sagen, die Zukunft von Security-Teams wird ein Mix aus Menschen und künstlicher Intelligenz sein. Weil wir werden nur Menschen einfach dem Aufwand und dem, was uns entgegenkommt, nicht mehr hinterherkommen. Auch wir müssen unbedingt Themen wie künstliche Intelligenz, wie Automatisierung, soweit es geht und soweit es uns einen Vorteil bringt, einsetzen, um uns einfach gegen die Angriffe vorzubereiten, die auch da tagtäglich aktuell auf uns niedergehen. Und das insgesamt war meine Präsentation zum Thema Security 3.0. Wenn ich euch heute irgendwas mitgeben konnte, dann hoffe ich, für jeden, der in der Security arbeitet und der vielleicht auch aktuell nicht mit jedem Thema bei seiner Geschäftsführung durchkommt, fragt doch mal eure Manager, fragt doch mal eure Geschäftsführer, ob sie nicht auch regelmäßig Sport machen und warum sie regelmäßig Sport machen. Weil sie ihre eigene persönliche Resilienz steigern wollen, weil sie möglichst lange leben wollen, weil sie möglichst lange gesund bleiben wollen, vielleicht. Und genau dieses selbe Prinzip, genau denselben Aspekt solltet ihr auch dann dementsprechend für euch in der Security, für die Firma umsetzen. Das war ich. Dankeschön. War mir eine Freude. Ja, das war mir auf jeden Fall auch eine Freude. Es hat großen Spaß gemacht, lieber Max, dir zuzuhören. Und ich glaube, es ist ein idealer Auftakt tatsächlich für unseren Tag, der sich den ganzen Tag mit Cybersecurity, Datenschutz und auch natürlich dem NIS 2 Projekt oder den Herausforderungen stellt. Was mir besonders gut gefallen hat, ist dieser Vergleich, den du herstellst zwischen ja, Gesundheit 3.0, Health 3.0 und den Anforderungen an die moderne Cybersecurity und dass du das auch sozusagen als Impuls mitgibst, dass wir ohne KI das Thema eigentlich nicht mehr wirklich im Griff behalten können. Was denkst du, ist sozusagen der erste Schritt, wenn man jetzt aus dem Tag rausgeht, aus dem Vortrag rausgeht heute, was wäre sozusagen dein wichtigster Impuls, den du heute mitgeben würdest für die Menschen, die auch wie du natürlich die Verantwortung tragen, das Unternehmen tatsächlich zu schützen? Also wie ich es, glaube ich, gerade schon gesagt habe, für mich das mit eines der wichtigsten Themen, mit dem ihr hoffentlich heute rausgeht, ist vielleicht gar nicht so auf die Sicht der Security, sondern für euch selber einfach, wie gesund bin ich eigentlich? Ja. Ihr müsst euch natürlich erstmal auch um eure eigene Langlebigkeit kümmern. Ja. Wie könnt ihr für euch Gesundheit auch herstellen? Aber dann diese Analogie zu ziehen, wie kann ich auch diese Gesundheit, diese Resilienz, wir reden auch immer mehr in der Security, mehr von Resilienz, weil uns ist einfach klar, ja, du hast das Beispiel gebracht, Michael, heute Morgen mit der Schwarzgruppe, die sagt, dass es auch sie irgendwie, die ihre 350.000 Attacken am Tag haben. Ja, aber wie schaffen die es, dass sie sich dagegen vorbereiten oder dass sie dagegen vorbereitet sind und eben nicht von diesen Angriffen komplett nicht mehr operativ fähig sind? Weil sie resilient sind. Sie bauen ihre Resilienzfähigkeiten aus und ihr müsst im besten Fall einfach versuchen, einen sehr agnostischen Weg dort reinzufinden, indem ihr sagt,
Ich weiß bei manchen Themen sehr gut, wie wir aufgestellt sind. Dann kann ich das erstmal liegen lassen. Aber bei anderen Themen, wo ich gar keine Ahnung habe oder wo ich nur so eine leichte Ahnung habe, dann geht da rein. Versucht dort eben über Daten, über Assessments euren wirklichen Stand herauszufinden und dann Maßnahmen auch basierend darauf zu entwickeln, wie ihr euch darauf vorbereiten könnt oder wie ihr besser werden könnt. Klasse. Einen zweiten Aspekt hast du noch gebracht, der mir sehr gut gefallen hat und der mir auch sozusagen wie eine Art Steilvorlage tatsächlich bietet, eine Community zu schaffen. Silicon Valley Europe ist eine Community, in der man viele Informationen bekommt, in der man sich ideal vernetzen kann. Es gibt einen eigenen Club zum Thema Security bei uns auf der Plattform. Und was wir auch vorbereitet haben, extra für diesen Tag, ist mit einem Mitglied gemeinsam mit Work Adventures, ein französisches Mitglied. Ich gebe das mal hier frei in den Chat. Nehmt euch diesen Link gerne raus jetzt und kopiert ihn mal oder öffnet ihn in einem neuen Tab und probiert das einfach mal aus. Ich will das mal ganz kurz auch gleich zeigen. Wir haben nämlich heute für den Tag mehrere Möglichkeiten, mit Menschen, die heute hier virtuell mit dabei sind, Kontakt aufzunehmen. Und bevor ich das aber mache und meinen Bildschirm teile und sozusagen die Möglichkeiten des Networkings auf diesem Event nochmal ganz explizit erklären möchte, möchte ich mich bei dir, lieber Max, ganz, ganz außerordentlich bedanken. Es hat Spaß gemacht und es hat mir auch, muss ich sagen, das Thema Cybersecurity nochmal auf eine ganz andere Art und Weise näher gebracht, wofür ich dir sehr dankbar bin. Vielen Dank auch von meiner Seite, Michael. Es hat mir auch enorm viel Spaß gemacht und war mir eine große Freude, euch ein bisschen was zu diesem Thema und der Resilienzfähigkeit und der präventiven Security mitgeben zu können. Wie gesagt, auch wie du es gerade gesagt hast, ne, Netzwerk miteinander, verbindet euch miteinander. Ihr seid hier keine einzelnen Identitäten, sondern wir sind ein großes Netzwerk. Security ist immer noch quasi wie eine kleine, gefühlt eine kleine Schulklasse, die sich immer wieder das Jahr über trifft in verschiedenen Foren und auf verschiedenen Events wie hier. Netzwerkt, verbindet euch miteinander, helft euch gegenseitig und so schaffen wir das miteinander. Klasse. Ganz herzlichen Dank nochmal. Beste Grüße nach London.